Carmen Kroll will nicht länger ein Geheimnis daraus machen. Ich bin schwanger, verkündet sie freudig auf Instagram. Die Influencerin, bekannt als Karmuschka, ist außer sich vor Begeisterung. In einem emotionalen Video teilt sie süße Einblicke in ihr Familienleben mit Ehemann Niklas und Töchterchen Mathilda, sowie einen positiven Schwangerschaftstest. Während ich das schreibe, weine ich. Bei jedem Gedanken an das Herzchen, das ich endlich in mir schlagen hören dürfte, schwärmt sie und fügt hinzu: Das Universum meint es gut mit uns. Diese schöne Nachricht weckt in Carmen dennoch gemischte Gefühle. Seit der Geburt ihrer ersten Tochter im Jahr 2020 hatte sie mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu kämpfen. Ich habe wieder diese Angst in mir, aber diesmal ist es anders. Ich möchte positiv sein und die unfassbare Freude zulassen, die endlich ausbrechen will, beschreibt sie ihre Gefühlsachterbahn. Gleichzeitig dankt sie ihren Fans für die Unterstützung, die ihr viel Kraft gegeben hat. Ihr habt mir die Stärke gegeben, mit allem umzugehen und den Schmerz ein bisschen erträglicher zu machen. Zum Geschlecht ihres Babys hat die werdende Zweifachmama bisher nichts verraten. Ob sich ihr Wunsch nach einem kleinen Jungen erfüllt? Nach ihrer ersten Schwangerschaft gestand Carmen offen, dass sie sich eigentlich immer als Jungsmama gesehen hatte. Es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn ich zugebe, dass ich mich immer als Jungsmama gesehen habe. Das hat mit meiner Tochter überhaupt nichts zu tun, erklärte sie damals im Interview mit RTL.